Laut und bunt, auch wenn es schneit, ja, das ist die Faschingszeit. Liebe Seniorinnen und Senioren, ich begrüße Sie im Namen der Stadt Neumarkt recht herzlich zum Seniorenfasching 2022. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß beim nachfolgenden Programm. Neumarkt, Uyala! Ah, jetzt geht's ja los! Und nun aus Neumarkt in der Oberpfalz. Ein närrischer Nachmittag, nicht nur für Senioren. Im historischen Reitstadel begrüßt Sie Ulrich Badura. So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich bin auch froh, dass ich da bin, denn ich hätte es fast nicht rechtzeitig hergeschafft. Draußen waren wieder ein paar Sonntagsfahrer unterwegs. Sie wissen schon, die halten gerne mal den Verkehr auf. Manche allerdings können nicht nur richtig gut Auto fahren, sondern auch musizieren. Zum Beispiel unsere heutigen Gäste. Sie präsentieren Ihnen in dieser Sendung Schlager aus der Wirtschaftswunderzeit. Hier sind Conny und die Sonntagsfahrer. Coco kauft sich bitte sehr, eines Tages schießt Gewehr, weil ein Mexikaner das macht so großen Spaß. Coco zielt und schießt sogar Loch in Wand von Billys Bar, so entsteht ganz nebenbei schöne Schießerei. Dippe, dippe, dipp, so beim Galipp, so ist dann alles wieder gut. Ja, das ist mexikanisch. Dippe, dippe, dipp, so beim Galipp, so sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Coco sieht als kleiner Mann gern sich große Frauen an, solche, die so schön gebaut wie Don Pedros Braut. Pedro sieht von Coco das, wirft ihn dann durchs Fensterglas rein auf Schreibtisch von Kanzlei bei der Polizei. Tippi tippi tipp, so beim Calypso ist dann alles wieder gut. Ja, das ist mexikanisch. Tippi tippi tipp, so beim Calypso sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Liegt von ungefähr gut gebratenes Bistek sehr. Und weil Bistek teuer ist, kommt ihm eine List. Sonntag fehlt mit einem Mal großes Pferd im Billigstall. Billig geht der Nase nach und dann geht das Krach. Tippi tippi tipp, so beim Calypso ist dann alles wieder gut. Ja, das ist mexikanisch. Tippi tippi tipp, so beim Calypso sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Unser nächster Gast könnte die Bühne des Neumarkter Seniorenfaschings vermutlich auch ansprechend dekorieren. Denn in den 1970er Jahren machte er eine Ausbildung als Schauwerbegestalter, sprich als Fachmann für Schaufenster und Co. Glücklicherweise verschlug es ihn irgendwann dann vom Ladengeschäft ins Showgeschäft. Sonst wäre Bayern heute wohl um einige Veranstaltungen und Ensembles ärmer. Zum Beispiel um die Couplet AG, die er mitgründete. Oder um die TV-Sendung Brettelspitzen, die er schreibt und moderiert. Heute steht er auf den Bretteln des Neumarkter Reitstadels. Jürgen Kirner. Sie, sagen Sie mal, geht's Ihnen auch so? Fühlen Sie sich auch umzingelt vor lauter Blüten? Haben Sie auch das Gefühl, dass das immer mehr werden? Ja, aber ich frage mich, wie sich die vermehren. Die sind doch überall. Du hast das beim Einkaufen, du hast das in der Politik, du hast das im Netz, du hast das im Straßenverkehr, überall. Ja, ich sag, irgendjemand öffnet da des Nächtens die Kanaldeckel und dann kriechen die raus. Ja, und am anderen Tag, wenn du beim Frühstück sitzt und auf Facebook reinschaust oder in die Bild-Zeitung oder auf Instagram,
Dann kommen sie und erklären dir die Welt. Ja? Oder verraten dir die neuesten Kakerlakenrezepte aus der Dschungelküche. Oder noch schlimmer, sie sitzen als Experten im Bundestag oder vielleicht dann gleich im Parlament drinnen. Gell? Vorne als Minister und so weiter. Na, meine Nachbarin, die Huber-Anne, sagt ja, es gibt immer mehr Menschen, die da leben, die Beweis dafür sind, dass das komplette Versagen des Gehirns nicht zwangsläufig zum Tod führen muss. Ja, so wie beim Lauterbach. Also das sagt jetzt nicht die Anne. Nein, das sagt seine eigene Ex. Ja, diese Epidemiologin, diese Ärztin, diese Angela Gerlsperch oder wie es heißt. Ja, genau, die sagt es ungefragt und haut es raus und presst es an jeden rein, der es hören will oder auch nicht. Und als Politiker, da brauchst du die Ruhe eines Stuhls. Mhm. Ja, da musst du mit jedem Arsch zurechtkommen. Bei mir ist das anders. Ich diskutiere schon gar nicht mehr mit diesen Idioten. Nein, weil die ziehen dich sofort auf dieses Niveau runter, das sie selber haben, und dann ziehst du da einen kürzeren. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich heute ins Kaufland reingehe, dann schaue ich mir die Leute bloß mehr an. Ja, ich mache das auch beim Einkaufen so. Schaue mir die Leute bloß an und sage, Wahnsinn, schau, diese Spermien haben gewonnen. Ja, freilich hat es früher auch Deppen gegeben. An jeden Stammtisch war einer geguckt. Aber da hast du das umschiffen können. Da hast du einfach, wenn der da gewesen ist, am Nachbartisch hingesetzt. Heute hast du die alle vereinigt. An diesen Stammtischen auf Facebook, auf Instagram oder noch schlimmer auf Telegram. Ja, natürlich hat es früher auch so Hund zum Matzner gegeben und so weiter. Natürlich so wie der Franz Josef Strauß. Aber da hast du gewusst, was auf dich zukommt. Da hast du dich drauf einsteigen können. Aber wo hast du heute diese Verlässlichkeit? Wo warst du heute? Also, ja, damals wie bei der Müllerliese. Na, bei der Metzgerei Emslander, wenn die ihren warmen Leberkäse, der schon grün, braun, gold, violett geschimmert hat, runtergeschnitten hat, dann hast du gewusst gehabt, dass der garantiert schon seit 14 Tagen unter der Wärmelampe liegt und die Haltbarkeit längstens überschritten hat und deshalb jetzt in Händelmeier-Senf ertränkt werden muss. Genauso wie den Umstand, dass du nach Verzehr desselbigen garantiert 3 Tage auf der Schüssel sitzt. Ja, da hast du gewusst gehabt, was auf dich zukommt, auf was du dich einstellen musst, weil die Müller-Lisi war auch nicht blöd. Und das war der Strauß seiner Zeit auch nicht. Eben, gell? Aber wo sind diese verlässlichen Typen? Die Huber-Anne hat zu mir gesagt gehabt, sie würde ja dem Söder keinen warmen Leberkäse abkaufen, wenn der Metzgereifachverkäufer wäre. Auch wenn der Leberkäse mit goldbraunen und grün-violetten Strasssteinen besetzt wäre, weil sie nicht blöd ist. Ne? Und wenn ich dann die Huber-Anne bei uns im Kaufland trifft und sie mir wieder die Ohrwascheln volljammert über diese politischen Würdenträger und diese Mandatsträger und was gestern wieder alles im Fernsehen gesehen hat, dass er den Mong umstrebt, dann sage ich aber, Anne, bitte beruhig dich. Weil schau, wenn die Sonne niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Oder wie es ein berühmter, sehr bekannter Politiker letzte Woche im Bayerischen Landtag drinnen gesagt hat, wie kann ich wissen, was ich denke, wenn ich noch nicht gehört habe, was ich sage. Und es ist überhaupt kein blöder Spruch im Vergleich zu den vielen Blöden, von denen du tagtäglich umzingelt bist. Das waren noch Zeiten, als man in Cafés nicht einfach irgendeine CD einlegte, sondern virtuose Musiker die Besucher live unterhielten. An diese Ära erinnert heute das Salonorchester Ferenc Babary aus Nürnberg. Man könnte sagen, es präsentiert leichte Klassik, aber dieser Begriff ist irreführend, denn ich kann Ihnen eines versichern. Wenn auf Bühne oder Bildschirm etwas besonders leicht wirkt, steckt meist schwere Arbeit und großes Können dahinter.
Nun gibt es Oberpfälzer Töne und die kommen von unseren nächsten Gästen. Josef Pindl wurde, und da sieht man, dass er wunderbar in diese Sendung passt, an einem Faschingssamstag in Roding geboren. Bereits seit der 4. Klasse trägt er den Spitznamen Beff, den er später auch in seiner Karriere als Gstanzlsänger, Liedermacher und Kabarettist etablierte. Heute ist er mit instrumentaler Unterstützung angereist. Hier sind Josef Beff Pindl und die Tanngrindler Musikanten. Der Sepper Gstanzmannsbild liebt die deftige Kost. Was Gescheites ist, was Gescheites, sagt er, und zwischendurch ein Prost. Er kriegt von seiner Frau zum Silberhochzeitstag eine Einladung ins Restaurant zum Fünf-Sterne-Koch. Für 99 Euro bestellt er ein ganz Menü. Wie er den Hauptgang sagt, sagt er, Leid, verarscht sie's mich. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Zum Sommerschlussverkauf möchte ein Papa seine Tochter. Sie fragten, ob er mitfährt. Er sagt in Gottes Namen, ja, das macht er. Im Kaufhaus an der Eingangstür am Wühltisch wird gegraben. Bikinis, Tops und Wonderbra, sie tut sich sehr erlaben. Ein Stringtanga hat's gefunden, es war ein ganzer Knapper. Kein Stoff, bloß Schnürl hat's in der Hand und drauf sagt da der Papa. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Und es war ein junger Bursch, sein Name, der war Toni. Der wollte zum Fenster gehen, und zwar zu der Fäschen Moni. Denn sie ist sehr erfahren, und er ist noch Jüngling. Und damit er etwas lernt, da der gern bei ihr drin ling. Wie Gott ihn hat erschaffen, so steht er vor ihr da. Und wie er es nah erblickt hat, da fängt's zum Grinsen an. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Das ist ja gar nix, das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Und jetzt ist das Liedl holt auch schon wieder aus und wir freuen uns natürlich auf einen Applaus. Was ist denn das? Das ist ja gar nix. Das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Das ist ja gar nix. Das ist ja weniger, weil wenig, so wenig hab ich noch nicht gesehen. Die Hürden des Alterns gilt es so zu meistern, als wären sie nicht vorhanden. Das ist das Motto unserer nächsten Gäste. Wir begrüßen Mitglieder vom Nürnberger Seniorentheater Tempo 100. Und diese sind fest überzeugt, wenn man spielt, ist man alterslos. Erst recht, wenn man Sketche von Loriot spielt. Denn dessen Beobachtungen von Menschen, die aneinander vorbeireden, sind im Grunde alters- bzw. zeitlos. Bertha. Ja. Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht?
Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach, und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus. Mein Gott. Nach der Uhr? Oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern herum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ja, ja, ja. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das hab ich doch gesagt. Aber eben hast du gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Ich bring sie um. Morgen bring ich sie um. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina. Die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener. Die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein, eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie. Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinterdrein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh Tina,
Das war ein echter Klassiker von Conny und den Sonntagsfahrern. Übrigens, die Originalinterpretin dieses Liedes, Conny Frohbös, erreichte 1962 beim Eurovision Song Contest den 6. Platz, ist aber immer noch irgendwie im Ohr. Nun brauchen wir mehr Platz auf der Bühne. Denn der Gospelchor der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt ist nun mit 30 Mitgliedern hier. Und sie präsentieren uns Ausschnitte aus der Gospelmesse Body and Soul. Unter der Leitung von Froni Bertsch, am Piano Benjamin Schallwich. War der Gospelchor der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt. Nun begrüße ich die Stadtspitze von Neumarkt, und zwar den Oberbürgermeister Thomas Thumann auf der Bühne. Aber keine Angst, wir werden nicht singen, aber spielen. Und zwar um etwas sehr Leckeres. Willkommen zur Krapfenjagd und willkommen Thomas Thumann, ich grüße Sie. Hallo, Herr Badura. Herr Thumann, Sie haben heute die Möglichkeit, diese leckeren Hiffenmark-Container zu erspielen. Sie müssen allerdings Fragen rund ums Thema Fasching richtig beantworten. Ich werde mich anstrengen. Okay, wollen wir es versuchen? Ja, gerne. Alles klar, dann starten wir zur Runde 1. Die erste Frage. Wie hieß die Gruppe, welche in den 1970er Jahren die Faschingstradition in Neumarkt wieder aufleben ließ? Waren das A, die lustigen Wolfsteiner, B, die rostigen Raubritter oder C, die rüstigen Burgherren? Bin ich sehr froh über die doch leichte Anfangsfrage. Ich würde sagen B, die rostigen Raubritter. Gut, dann schauen wir mal. Und was sagt der Computer? Jawohl, die Antwort ist richtig. Das heißt, das gibt schon mal, in der ersten Runde sind es 2 Krapfen pro richtige Antwort. Dann kommen wir zur Frage 2. Welcher dieser Karnevalsschlachtrufe stammt nicht von einem Verein aus dem Landkreis Neumarkt? Ist das A, Hechthellau, B, Killewau oder C, Sell-Sell-Sellerie? Killewau kann ich dem Chinesenfasching in Dietfurt zuordnen, aber zwischen A und C. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, jemanden anzurufen. Ja, würde ich gerne machen. Okay. Würde ich gerne meinen Telefonjoker. Okay, wer wäre das bei Ihnen? Das wäre die Seniorenreferentin im Stadtrat, Frau Staggert. Die Frau Staggert. Okay, gut, dann rufen wir mal die Frau Staggert an. Hoffen, dass sie gleich hingeht. Gisela Staggert.
Hallo Frau Staggert, hier ist nicht Günther Jauch, Uli Badura. Ich stehe hier zusammen mit dem Oberbürgermeister Thomas Thumann und er hätte eine Quizfrage, die er gern an Sie weiterreichen würde. Welche wäre denn das? Ja, hallo zunächst mal. Schwierige Frage und ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Und zwar die Frage, welcher dieser Karnevalsschlachtrufe stammt nicht von einem Verein aus dem Landkreis Neumarkt? A. Hecht Helau oder B. Kiliwau oder C. Sellerie? Ich würde sagen, Hecht Helau würde ich mehr den Hechtonia Berching zuordnen. Mhm. Kiliwau Dietfurt, Sellerie, das ist kein Karnevalsschlachtruf aus dem Landkreis. Okay, nach dem Ausschlussverfahren gearbeitet. Wollen wir das mal einloggen, Herr Thumann? Also vielen Dank, ich bin deswegen und nehme dann Ziffer C, Sellerie. Gut, das loggen wir ein. Und der Computer sagt, die Antwort ist richtig, denn Sellerie ist in diesem Fall der Schlachtruf von der Buchnesia aus Nürnberg, die übrigens auch noch heute bei uns hier zu Gast ist. Also nicht aus dem Landkreis Neumarkt in dem Fall. So, vielen Dank, Frau Staggert. Sie haben uns ja, weitergeholfen. Bitte. Dankeschön, und weiterhin. Ich wünsche noch viel Glück weiterhin. Dankeschön und vielen Dank. Gut, tschüss. Frage Nummer 3. Welchen offiziellen Adelstitel hatte der Neumarkter Faschingsprinz des Jahres 1973, Franz Xaver Horvath? War das A. Franz der Pfennigfuchser? B. Franz der Saunagel oder C. Franz der Rumtreiber? Das ist auch ziemlich eindeutig. Ich kenne ja Franz Xaver Horvath auch persönlich, natürlich der Saunagel. Also warum? Ziffer warum? B. Ja, entspricht ja auch ein bisschen seinem Naturell als Mensch. Er hat mir mal erzählt, er hat gekegelt. Okay. Deswegen der Saunagel. Also aber da bin ich mir sicher, Ziffer B. Wir loggen Saunagel. Das ein und der Computer sagt, jawohl, das ist richtig und das gibt somit zwei weitere Krapfen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Sie und immer noch genügend für mich, wenn es da endet. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Verschnaufpause. Gerne. Beim letzten Seniorenfasching 2021 haben wir uns auch hier getroffen und ich kann mich noch erinnern, vor dem Neumarkter Reitstadel war da einfach nur eine große Baugrube. Wenn man jetzt mal hinguckt, da wächst schon was in die Höhe. Der Hochschulcampus, wie schaut es denn aus bei diesem Projekt und auch bei den anderen Projekten, die so rund um uns in Neumarkt momentan laufen? Es ist schon einiges weitergegangen. Es ist inzwischen die Tiefgaragenerweiterung erfolgt. Und auf dieser jetzt die Hochbaumaßnahmen. Wir hoffen natürlich für dieses Kalenderjahr, dass wir am Ende des Kalenderjahres, denke ich, hier schon viel sehen von diesem zukünftigen Gebäude für die TH Nürnberg. Mhm. Wenn wir jetzt von unserem Standpunkt ein paar hundert Meter weitergehen würden, wären wir im Neumarkter Stadtpark, wo aktuell auch etwas passiert, beziehungsweise auch in den nächsten Jahren viel passieren wird. Also nach etwas längerer Vorgeschichte bin ich jetzt sehr froh, dass wir den Baubeginn ja vollziehen konnten, sodass ich nach jetzigem Stand hoffe, dass wir bald mit der Gesamtmaßnahme dann auch wirklich in die Pötte kommen. Gibt es auch Bauprojekte, die in den Ortsteilen momentan laufen? Außer den vielen privaten Investitionen natürlich bin ich sehr froh, dass wir in Kürze das Haus des Engagements in Pölling, das ja aus einem sanierten alten Schulgebäude, das glaube ich sehr toll gelungen ist, und diesem Neubau gleich daneben in Betrieb genommen wird. Also es passiert viel um uns herum. Wir wollen uns jetzt aber wieder auf das Thema Fasching konzentrieren, in der zweiten und letzten Runde. Jetzt geht's noch weiter zurück in die Geschichte. Der Leiter des Neumarkter Stadtarchivs, der Dr. Frank Präger, hat uns ein paar Fragen rausgesucht. Was ist ein Fastnachtshuhn? Ist das A. ein am Fastnachtstag geschlüpftes Huhn? B. eine Naturalabgabe aus der Zeit des Lehnswesens? Oder C. eine Werbefigur eines Hähnchenfleischherstellers? Ziffer C würde ich gleich ausschließen. Und ich würde sagen, es war Ziffer B, diese Naturalabgabe stammend aus dem Lehnswesen. Gut, dann schauen wir mal, ob der Computer mit Ihnen einverstanden ist. Jawohl, ist er. Herzlichen Glückwunsch. Die Antwort ist richtig. Und da die Fragen jetzt schwieriger werden, gibt es drei Krapfen. So, Achtung, jetzt kommen hier meine Stapelkünste zum Einsatz. Dieses Fastnachtshuhn war wirklich eine Gabe der Leibeigenen an ihre Herren und da das meistens zu Beginn der Fastenzeit überreicht wurde, hat man es irgendwann mal Fastnachtshuhn genannt. Okay. Die nächste Frage.
In welchem städtischen Gebäude wurden an den drei Fastnachtstagen im Jahr 1752 Bälle veranstaltet? War das A, das Rathaus, B, das Schwesterhaus oder C, der Neumarkter Reitstadel? Das war das Rathaus, das weiß ich aus früheren Bildern, die ich auch vom Herrn Dr. Präger schon mal gesehen habe, okay. Nämlich den historischen Rathaussaal, der natürlich damals, wenn man diese Bilder kennt, auch wirklich prädestiniert war, auch in dem Fall Fastnachts-Karnevalssitzungen auch da abzuhalten. Also ich tippe hier das Rathaus. Aufs Rathaus, okay. Wir fragen den Computer. Computer, ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Schön. Und es gibt wieder 3 Krapfen. So, ich mache jetzt mal hier hinten weiter, damit das hier nicht in eine Pyramide ausartet, die wir dann nicht mehr gut beherrschen können. Wir kommen zur letzten Frage und das wäre jetzt dann sozusagen bei richtig Beantwortung der Jackpot, da gäbe es dann auch die restlichen Krapfen. Welches besondere Ereignis geschah am Fastnachtstag im Jahr 1725? War das A, der Fastnachtsverein Neumarkt wurde gegründet? B, die Kirche auf dem Maria-Hilfberg wurde eingesegnet? Oder C, die Mittelaltertradition des Fastnachtssingen wurde beendet? Aus einer Tafel in der Maria-Hilfberg-Kirche, wo ich mich erinnere, würde ich sagen, das war die Einsegnung der Kirche Maria-Hilfberg. Hat Oberbürgermeister Thumann recht. Andere Sender würden jetzt erstmal in die Werbepause schalten. Wir aber verraten es Ihnen gleich, beziehungsweise unser Computer. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Die Antwort ist richtig und ich würde sagen, Sie können dann auf 2 Tabletts die Krapfen mit rüber ins Rathaus nehmen. Die Kollegen freuen sich sicher. Vielen Dank, Oberbürgermeister Thumann. Gerne und war mir wirklich ein Vergnügen und es wird Abnehmer finden. Ich glaube auch. Wir kommen wieder zur Musik. Der Leiter des Salonorchester, Ferenc Babary, ist gebürtiger Ungar. Und deswegen dürfte der ungarische Tanz Nummer 5 nun besonders authentisch klingen. Und das, obwohl er von einem Deutschen komponiert wurde. Wie geht's Ihnen? Gut. Was macht die Liebe? Jetzt im Fasching? Meine
platonische Busenfreundin, die Ramona von nebenan, die sagt, er will lieber Single als in falschen Händen. Ich sag, nein, das braucht's nicht. Und geht's. Also im Fasching, da mag ich nicht eine Lohrfurte, geschweige eine Lohrheim. Nein, da braucht's jemand, der dich aus dem Single-Paradies abholt und in liebevolle Hände packt. So wie das schon bei meiner Oma gewesen ist. Ja, damals, zur Rüschel-Time, bei uns an der Faschingsbar beim Schortenwirt, da war die Oma hinter der Theke gestanden und dann hat sie alles beobachtet, die Szenerie. Ja, bei den Singles und vor allem bei den Verheirateten. Wenn der örtliche Metzger, der Müller-Look, gell, verheiratet drei Kinder, bei der Rauscher-Sophie ebenfalls glücklich verheiratet zwei Kinder, da ein Rüschel ausgeben hat, dann hat der da was haben wollen. Und das hat auch die Rauscher-Sophie gewusst. Dementsprechend willig hat sie sich dann benommen. Und die war auch sehr dankbar dafür, na freilich. Aber nicht nur die Rauscher-Sophie und der Müller-Look sehnen sich nach Sex. Die meisten Leute, aber laut neuesten Studien haben den leider Gottes immer weniger. Auch altgediente Ehepaare, wie zum Beispiel meine Tante Anni und der Onkel Anno, obwohl es denen so gut geht, die haben diese wunderbare Stadelloft in einem Murktau und haben auch zwei wohlgeratene Schratzen, den Jesus und den Kevin. Da passt alles, aber der Sex, ja. Also, meine ehemalige Schulkameradin, die Geraldine Rutzmoser, die ist ja Geschäftsführerin bei uns im örtlichen Club Cherie. Die sagt allebei, meine Kunden lieben ihre Frauen, aber beim Sex, da klang es halt nicht so ganz. Drum läuft das Geschäft also gut. Und wie die Geraldine selber Hand anlegt, dann kostet das. Aha. In der Stunde 900 Euro. Wahnsinn, gell? Also wenn man sich das überlegt, gell, wie günstig das früher hergegangen ist bei meiner Oma damals. Ja, schau, einen runden Rüscherl und das Feld war bestellt. Ja, aber mei, das ist halt jetzt so. Und die Geraldine sagt auch, dass jetzt eben Rollenspiele angesagt sind. Ja, also man macht sie auf Schulmädchen, dann wieder auf Sekretärin, dann auf strenge Hausmeisterin oder sie zieht ihr Ganzkörperbärli-Kostüm an zum Kuscheln in der Plüschecke. Das habe ich jetzt auch der Ramona empfohlen. Ich habe gesagt, Ramona, das ist ein wunderbares Faschingskostüm für dich. Bei 2 Zentner Lebendgewicht, da hast du ungemeine erotische Nutzfläche, die du nutzen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. An der Bar, na freilich, du musst raus aus der Komfort in die Risikozone. Das habe ich auch der Tante Anni und den Onkel Anno gesagt. Weil die Anni sagt natürlich logischerweise, du weißt was, für den Sex Anno, den du mir seit 20 Jahren bittest, schalte ich im Fernsehen nicht mehr raus und gehe zu dir rüber ins Schlafzimmer und mach's Licht aus. Nein, das kann man doch auch nachvollziehen. Gell? Weil im Alter wird man ja auch nicht schöner und attraktiver. Nein, ebenfalls. Ja, das ist so. Ne? Aber ich will euch nicht die Hoffnung rauben. Denn auch mit 80 kann man noch wunderbaren Sex haben. Wunderbaren Sex. So wie zum Beispiel der Müller-Look mit seinen 83 Jahren. Der fährt dann regelmäßig im Jahr 3-mal nach Bad Füssing in Haslingerhof zu einer Gesundheitskur. Ja, für Körper und Geist. Er sagt, Sex ist ein Seelenstreichler. Da geht's dir sofort gut. Da bist du sofort raus aus dem Alltag. Also, was du da im Gegenzug an Yoga machen müsstest oder meditieren müsstest. Also, dass ich mental aus der Wurschtkugel rauskomme, sagt der Jürgen, das ist kein Vergleich. Also Sex ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und Sex sollte auch in keiner Hausapotheke fallen, sagt er. Weil der Beckenboden wird gestärkt dadurch, der Kreislauf wird gepusht. Und vor allem, was auch nicht ganz unwesentlich ist, du baust Kalorien ab. Das ist ein Fettkiller. Ja, und wenn der Müller-Look sowas sagt, dann stimmt das, weil der weiß das, der hat die Erfahrung dazu. Und was auch nicht ganz unwesentlich ist, er liebt seine Frau seit über 50 Jahren im Herzen. Weil lieber eine Sau im Bett als ein Schwein im Leben. Aber der Backstanzl, der ich singe und zwecks dem bin ich ja da. Und wenn's mir aufpasst, fang ich gern damit an. Ich bin der Pindel Josef, das gebe ich euch zu verstehen. Die meisten sagen zu mir, Beff, und meine Frau sagt bloß hey. Und was das Wörterl Beff bedeutet, muss ich auch noch schnell sagen. Beff ist eine Abkürzung für beautiful, entzückend, friedlich und fromm. Und mein Körper geht immer mit dem Wetter, das macht mich noch ganz depressiv. Beim Saufen habe ich ein Hoch und bei der Arbeit ein Tief. Und
Und ich sag nicht recht viel, wenn ich daheim bin. Ich sag bloß gut morgen, alles andere sagt sie. Und ich möchte 5 Kilo abnehmen, das haben wir am Neujahr zum Vorsatz gemacht. Und jetzt haben wir den 22. Februar und es fallen bloß noch 8. Dann Alena Baerbock, wenn in ein Flugzeug einsteigt, greift die Security von oben bis unten an. Dann Angela Merkel, wenn kommt der, glauben Sie es so. Über den Bundeskanzler Scholz, mich hat der Gesteinsleitzer ganz gern bringen, aber so langsam, weil der redet, kann ich gar nicht singen. Der Ostos bringt die Eier und der Nikolaus die Nüsse und der Beffyboy bringt jetzt nichts mehr, drum sag ich ganz bayerisch. Für Gott. Das hier ist schon eine gute Erfindung und natürlich kamen auch in der Vorbereitungsphase dieser Fernsehsendung regelmäßig Smartphones zum Einsatz. Außerdem kann man darüber mit Menschen Kontakt halten, wenn gerade eine Pandemie durch die Welt tobt. Es gibt allerdings auch einige Gespräche, die müssten nicht unbedingt geführt werden, wie uns nun das Seniorentheater Tempo 100 zeigt. Hi, ich bin's. Du, ich hab zigmal versucht, dich anzurufen, hab mir schon Sorgen gemacht. Warum? Was ist denn passiert? Nichts ist passiert, aber es war dauernd besetzt. Ja, weil ich versucht habe, dich anzurufen. Du hast versucht, mich anzurufen? Warum? Was ist denn passiert? Nichts. Ich hab versucht, dich anzurufen. Das ist alles. Um mir zu sagen, dass nichts passiert ist? Nein, um herauszufinden, warum du versucht hast, mich anzurufen. Ich hab mir Sorgen gemacht. Dachte, es wäre etwas passiert. Ich habe nur vermutet, mit deinem Telefon könnte was nicht in Ordnung sein. Deshalb hast du mich angerufen? Weil du vermutet hast, mit meinem Telefon könnte etwas nicht in Ordnung sein? Ja, weil wenn dann was passiert wäre, dann hätte ich es nicht gewusst und dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Du hättest dir Sorgen gemacht, wenn etwas passiert wäre und du es nicht gewusst hättest? Ja, weil ich es nicht gewusst hätte, deshalb. Wie hättest du dir denn Sorgen machen können, wenn etwas ohne dein Wissen passiert wäre? Weil ich es nicht gewusst hätte, dass ich es nicht weiß. Eben. Sag ich doch. Jedenfalls, es ist nichts passiert. Zufällig. Aber solange bei dir alles in Ordnung ist... Ist es. Wo bist du denn? Nein! Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Wir entwickeln uns nur langsam zu einem dieser Ehepaare, die sich dauernd anrufen und fragen, wo bist du? Ich bin im Supermarkt. Und du? Du bist im Supermarkt? Das meine ich nicht. Was ich meine ist... Du bist nicht im Supermarkt. Dass ich nicht anfangen will zu sagen, ich bin im Supermarkt. Ja, bist du nun im Supermarkt oder nicht? Ich bin im Supermarkt. Zufällig. Warum? Wo bist du denn? Ich bin im Supermarkt. Du bist im Supermarkt? Am Käsestand. Ich bin bei der Marmelade. Alle Tage ein Rausch, das haltet man nicht aus. Alle Tage ein Seier, die sagt, die kam doch zu teuer. Alle Tage ein Wurf, da kam's gleich in Verruf. Doch ab und zu ein Blecher, dann ist's gleich wieder besser. Ab und zu zum Brenner, dann ist's wieder schöner. Alle Tage Geld, da waren wir gut gestellt. Alle Tage viel Moos, die Sache war grandios. Alle Tage viel Schotter, da leben sie sich flotter. Und ab und zu im Lotto, den Jackpot und im Toto, die richtigen dazu, ich glaub, man hält mir gut.
Tage wei, ich glaub, ich gang rein. Alle Tage Frau, ich werde hier in Zau. Alle Tage Puppe, das Hobby ist mir Schnuppe. Doch ab und zu ein Schicks, da ging halt mir doch nix. Ab und zu ein Geschoss, gell, das war doch was. Doch bloß singen, das kann man feine bringen. Alle doch bloß rennen, davon kann man nicht leben. Alle doch bloß gestanzeln, da fangst du aus Ranzeln. Doch ab und zu ein Schnaps, Bedienung, wenn's einen habt's. Saufen werden ich, am Bürgermeister schreibst ihn hin. Ja, das ist das, was ich bewegungstechnisch auf der Bühne hinbekomme. Die Mitglieder der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia aus Nürnberg können wesentlich mehr. Was? Das zeigen Sie jetzt. Bitte schön. Sehe ich davon ein Bild, hey, was waren wir wild, doch der Hunger
Lorenz Meierhofer wurde 1956 in der westlichen Steiermark geboren und war lange Jahre als Pädagoge und Musiker aktiv. Überregional machte er sich einen Namen als Komponist von Chorwerken. Seine zehnteilige Gospelmesse Body and Soul verbindet Stilelemente von Jazz, Pop und Gospelmusik. Der Gospelchor der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt präsentiert uns nun einen weiteren Ausschnitt unter der Leitung von Froni Bertsch. Das ist doch der Engelbrechts Ludwig. No, Ludwig! Ludwig! Na, du bist es doch, ne? Mit den Masken kennt man die Leute gar nicht mehr, geh? Na, wie geht's dir denn? Gut, das freut mich. Und? Bist du schon verheiratet? Nicht? Aber eine Freundin hast du schon? Ah, nicht? No, Ludwig! Lässt du gewiss deine Unterhüseln noch immer vor der Muttern waschen? Na, ich will nichts gesagt haben, aber putzen und das. Na, ich will nichts gesagt haben, noch freilich. Ja, ade, ade. Tschüssle. Sie, der Ludwig? Hm? Das war doch damals schon so eichenartig. Wie die S-Bu bloß immer mit die Buben gespielt hat. Was hab ich zur Engelbrechtin gesagt? Du willst dem Bum die Buben weg. Gibt's ihm was Technisches? Die gesamte Barbie-Kollektion und nur einen Kind? Na, was hab ich auf die Rose mir angeredet, aber nix. Und dann in der Jugendgruppe? Da war doch das also ganz komisch, wie sie mit der Clara so gut verstanden hat. Vielleicht ist ja auch so Peter-Peter-Bums-Dings noch so gesagt. Pädagogisch, ne, pädagogisch, da hat man doch halt auch so viel. Aber wenn's mich froh, der ist ja andersrum. Ist doch nicht normal. Mit 36 Jahren noch keine Frau nicht haben. Sie, sowas ist doch nicht gesund. Na, aber nicht, dass Sie jetzt meinen, ich bin homophob oder so. Nein, nein, Gottes Willen. Sie, ich hab heute in der Früh hab ich erst für das schwule Pinguinpärchen in einem Becher Zoo gespendet. Na, freilich. Sie, aber waren wir gerade schon bei dem Thema sind. Haben Sie letzte Woche den Lanz geguckt? Der wurde das gebracht mit dem gleich und wie schön ist das sein soll. Ne? Sie,
Und dass die jetzt noch gesegnet werden von der Kirche? Ich sag ihnen eins, wenn die das erlauben, dreht ich aus mit Bogen und Trompeten. Ich hab's unseren Herrn Geistlichen Rot schon gesagt. Das ist doch schlimmer wie Sodom und Gomorra. Na, ich verstehe die Leute nicht. Man kann sie doch ein bisschen an Riemen reißen und das Triebhafte ein bisschen unterdrücken. Na, Chance, den Silbereisen, der trägt das auch nicht öffentlich mit sich rum. Der hält sich an die Schöpfungsgeschichte. Na, und wie sagt unser geistlicher Rot immer so schön? Man kann sich auch in Enthaltsamkeit üben. Zumindest in der Öffentlichkeit. Poco, 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 la, es sind zwar viele Mädchen da, doch leider nicht die eine, die ich meine. Poco, 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 la, ich wär ihr ja so gerne da und gäbe, wenn ich könnte, einen Kuss. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Poco, 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 la, die Mädchen sind zum Lieben da. Richtig lieb sonst keine als die eine. Poco, 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 la, ich glaube auch, sie weiß es ja, dass sie nun bald die meine werden muss. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Mit so einem Federschmuck macht man nicht nur beim Seniorenfasching in Neumarkt ein gutes Bild, sondern auch beim Straßenkarneval in Rio. Und nach Rio de Janeiro entführen uns nun Josef Beff Pindl und die Tanngrindler Musikanten. Es war in Rio de Janeiro, in einer klitzekleinen Hafenbar. Ich sagte zu ihr, geh mal her, du, denn ich fand sie alleine wunderbar. Sie war so braun wie Xyla de Cor, und sie sagte leis, oh, Beffio, mi amor. Sie sagte, Beff, you have a nice face. Ich sagte, Dirndl, oh, 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 oh. Hey, du nicker auf meine Face. Geht's auch, schau mir meine Wangen an. Sie war so schön wie ein Honigkuchen für Herr.
doch was sie auch sagte, ich verstand's verkehrt. Männer, ich tanze nur für euch. Du haust euch Tschüss an Wasser. Dann sagt sie, Beth, do you speak English? Na, but better, I'm speak Bayerisch. Dann sagt sie, will you with me dancing? Ich stamm vor Läubling, nicht vor Zerzing. Sie war so schön, wie ein Honigkuchen verhärt. Doch was sie auch sagte, ich verstand's verkehrt. So war's in Rio de Janeiro, in dieser klitzekleinen Hafenbar. Mein Dirndl war da schon noch mehr da, doch ich fand sie alleine wunderbar. Sie war so braun, so braun wie Xyla de Copon. Und sie war schuld, dass ich mein Herz verlor. Natürlich bedauern wir und hoffentlich auch Sie, dass Sie dieses Programm leider nur auf dem Bildschirm miterleben können und nicht live hier im Saal. Wäre das ein traditioneller Seniorenfasching der Stadt Neumarkt, dann hätten die Gäste jetzt schon rund eine Stunde gelacht, getanzt und gefeiert. Mit anderen Worten, es wäre nun Zeit für eine Verschnaufpause. Die nehmen wir uns jetzt einfach. Das Salonorchester Ferenc Babary gibt uns die Gelegenheit, durchzuatmen und die besondere Schönheit eines Instruments zu genießen, des Cellos.
Liebling, wann müssen wir in der Philharmonie sein? Um 8. Wenn wir nicht hetzen wollen, müssen wir jetzt das Hotel verlassen. Ich bin fertig. Dann können wir ja gehen. Ja. Warum kommst du denn nicht? Weil du da noch liest. Ich lese hier nur, weil du deine Fingernägel lackierst. Solange du da noch liest, kann ich mir wohl meine Fingernägel lackieren. Solange du deine Fingernägel lackierst, kann ich wohl noch lesen. Wie spät ist es denn? 7:30. In einer halben Stunde fängt das Konzert an. Ja. Aber du möchtest ja lieber noch lesen. Ich möchte eben nicht lieber noch lesen. Du weißt ja auch nicht, was du willst. Karl-Heinz? Ja? Ich wollte nur sagen, an mir liegt es nicht. Also, dann gehen wir. Und zwar sofort. Möchtest du, dass deine Frau heute Abend einigermaßen hübsch aussieht? Ja. Dann hetz mich nicht. Moment. Ich habe gesagt, dass wir jetzt das Hotel verlassen müssen, wenn wir nicht hetzen wollen. Und da hast du gesagt, dass du fertig wärst. Und da habe ich gefragt, warum wir nicht gehen. Und da hast du gesagt, dass du nur wartest, bis ich aufstehe. Und da habe ich gesagt, dass ich so lange sitzen bleibe, bis du fertig bist. Ich hetze dich also eben nicht. Warum bist du denn so gereizt? Gereizt? Ich bin nur immer wieder überrascht von der Tatsache, dass Frauen den Sinn für einfache, klare Zusammenhänge offensichtlich verloren haben. Aha. Sie wissen eigentlich nie, worum es geht. Jetzt geht es zum Beispiel nur darum, dass wir pünktlich ins Konzert kommen. Nein, es geht um die Frage, warum Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Und das war er schon fast. Der Seniorenfasching der Stadt Neumarkt 2022. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Und natürlich ist uns bewusst, am schönsten ist Fasching immer dann, wenn man neben sich mehrere Menschen zum Mitschunkeln und Zuprosten hat. Wir sagen Ihnen danke fürs Zuschauen. Danke auch an die Künstler des heutigen Programms. Und zum Schluss lassen Conny und die Sonntagsfahrer noch mal musikalisch und visuell die Funken sprühen. Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Ging sie aus vom Stadtpark die Laternen, bleibt uns zwei der Sternenschein. Und ich seh auch ohne die Laternen dir ganz tief ins Herz hinein. Gehen sie aus vom Stadtpark die Laternen, bleibt uns zwei der Sternenschein. Auch ohne die Laternen, dir ganz tief ins Herz, dir ganz tief ins Herz, dir ganz tief ins Herz hinein. Spiel noch einmal für mich, Habanero, denn ich höre so gern dein Lied.
Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal klopfe ich an deine Tür. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal, 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 siebenmal sind wir dann im Paradies.